Moin, moin, Tag, Servus und Grüezi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Forever Skies. Ich bin's wieder, euer Nobody. Vielen Dank, dass ihr einschaltet. Ihr Lieben, wir sind immer noch unterwegs. Wir looten, was das Zeug hält. Und ja, ihr wisst, dass wie das so ist mit dem Looten. Man will immer mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Ich habe gerade eben schon so eine akrobatische Was war das? Einlage geboten. Ich hatte Glück gehabt, dass sie funktioniert hat. Hätte mächtig schief gehen können. So, danke. Blümchen, ciao. So, falsche Anfamilien. Das Ding rettet einen den Allerwertesten. Eben bin ich hier zu einer Plattform runtergehopst. Wo war's? Hier, aber hinten. Ne? Weil ich jetzt nicht gesehen habe, dass man auch hier durch könnte. Und dann, als ich zurück wollte, habe ich gemerkt, oh, das ist ja viel zu hoch. Aber ich konnte noch so rennen, springen und dann hier reinklicken. Das hat mir den Allerwertesten gerettet. Wie jetzt beim Fall hat es mir den Fallschaden, glaube ich, abgebremst. Oder sogar komplett negiert. Ich weiß es nicht. So, dann würde ich sagen, fliegen wir nochmal los. Hoch. Wir machen jetzt noch das Blaue und dann das Grüne. Ich glaube, die Grünen sind Markierungen, dass man runter kann. Ich bin mir nicht sicher. Ich will noch nicht runter, da sind wir noch nicht bereit. Wir haben, glaube ich, auch ein Handtool, wo wir Sachen mit abbauen können. Das muss ich mal unbedingt hinten lernen, weil es ist dann geil. Dann bin ich nicht mehr so auf diesen Strahl hier angewiesen. Ja, Standortradar. Mach ich. Weißt du was? Habe ich das schon? Polymer! So. Jetzt bin ich neugierig. Ja, eine Wand werde ich irgendwann mal bauen. Wobei. Wobei. Wenn wir schon mal dabei sind. Stieg. Plastikwand. Da fühlt man sich doch sicher mit einer Plastikwand. Eher kann ich noch nicht zumachen. Hier soll... Ah, gut. Ah, das geht. Das geht! Das Grüne ist okay. Die Grünen haben die Ausrufezeichen. Okay. Ja, schauen wir mal. Wir machen jetzt noch das Blaue. Dann haben wir da das Grüne, da hinten ein Grün. Ich werde angeschrieben. Das war eine Frau. Was war das hier? Sauerei! Limoneneis! Ach, Afaspuna. Ey! Ah ja, wir können jetzt ein bisschen höher fliegen, ne? So leger, ein bisschen höher. So, drehen wir mal den Kahn. Kahn! Schreit der Mann die ganze Zeit rum. Das sind Sachen. Star Trek. Als Kirk nach Khan schreit. Nicht dieses neumodische Spock schreit nach Khan. Oh, Kupfer, Kupfer, Kupfer. So, was haben wir denn noch?
Seite können wir auch. Ich sollte noch mal bald eine Kiste bauen. So, drehen wir den Kahn. Und landen wir mal. Ohne so zu ruckeln, bitte. Ich mag es nicht, wenn die Spieler so ruckeln. Seit Ark habe ich so ein posttraumatisches Stresssyndrom entwickelt. Wenn das Spiel ruckelt. Okay, ich glaube, wir waren noch nicht mal auf maximaler Höhe. 270 Meter sollten wir packen. Ne? Nur zur Info. Höhe. So, rum. Das war ein Aufsetzer? Ah, okay. Oh, okay, verstehe. Es ist nicht schlimm. Wir schaffen das trotzdem. Okay, einmal, zweimal. So, gut. Gehen wir runter. Ciao. Plot Twist. Ab hier stellte Nobody fest, es gab keinen Boden. Wenn er heute noch fällt. Oder nee, wenn er heute noch lebt, dann fällt er noch heute, oder wie? Einem ja das Looterherz. So, hier sind wir. Ein in Wolmar. Da ist auch was, oder? Ganz langsam. Sieben solche Treppen. Oh. Helium. Davon bist du noch so. 3, 4. Hier, haben wir da was? Ich dachte, da hätten wir was gehabt. So. Vorsichtig beim Rausgehen. Kommen wir nicht durch, solch eine Sauerei, aber wir waren schon hier, oder? Willst hoffen. Oh, da hinten sind so viele Flaschen, die würde ich haben. Wie komme ich da hin? Oh, erstmal hier. Ciao. Hallo. So. Was haben wir da? Jetzt mal kurz gucken, wie kommen wir da hin? Ah, so einfach. Ist noch eine Flasche. Nobody, du solltest es sein lassen. Du solltest es sein lassen. Ja, ich weiß. Aber ich kann es nicht. Aussicht auf Loot, wisst ihr.
auch noch Kupfer. Aber wir sollten erstmal genug Kupfer haben, oder? Da ist hier noch irgendwas Geiles. Ja. So, dann würde ich sagen. Oh. Was ist das? LOL. Super Treppen. Grauenserregend. So. Wobei. Thomas. Funktioniert das? Ich glaube, wir müssen erstmal noch ein bisschen so weiter fliegen. Dann einmal hier drehen, piep, versuchen richtig zu landen. So. Jetzt habe ich einen besseren Zugang. Vergrößern, würde ich sagen. Ist nicht. Doppelt. Hm? Ist es doch deutlich reichen, oder? Oder reicht es etwa immer noch nicht? Gucken wir mal. Ach so, Scheibenkleister. Ja. Wie mache ich das? So. Einmal. Zweimal. Geht nicht. Hier interessanterweise würde gehen. Du bist aber lustig. Du bist aber lustig. Risk of starvation. Ja, starf du selber mal. Maximum flight altitude reduced. So, ein Räumchen hier dran. Ein Räumchen hier dran. Ist doch ein Träumchen, das Räumchen. Oh, der ist aber schlecht. Ich weiß. Maximum flight altitude increased. So. Jetzt müssten wir nur gucken, dass wir schnell was zwischen die Kiemen bekommen. Oh, ich hatte hier gar nichts gekocht. Wie lecker. Genau, auf den Samen kann ich mich natürlich nicht ernähren. Machen wir das so. So. Ich gerne hin. Zu blockiert. So, Position am Arsch blockiert. Nichts blockiert. So. Jetzt kommen wir voran. So, perfekt. Jetzt gefällt mir das Ganze. So, hier hängen wir in der Luft. Das mit der Sonne hat was.
Okay. Ich brauche tatsächlich Metall für eine Plastikwand. Finde ich interessant, aber gut. Ja, okay, das Bett steht jetzt ein bisschen ungünstig. So, aber was soll's. Dann mach's mal dahin. So. Weil wir es können. Dann würde ich sagen, erstmal. Volle Pulle. Ich will angeln. Und dann will ich. Keine Ahnung. Da hinten hin. Irgendwo. Risk of dehydration. Ja, hier mal nicht. Dehydrieren werden wir schon mal nicht. Übrig, das ist gut. Wir haben verdorbenes Essen geangelt. Miss Allee. Das verdorbene Essen. So, noch schneller. So, ich könnte in der Zwischenzeit auch mal hier wieder den Köder absenken. Erinnert mich so ein bisschen immer an ein Kochautomat oder ein Reiskocher. So, njam. Jetzt verhungern wir nicht direkt. Tja, ihr Lieben. Wenn der Kahn erstmal so ausgebaut ist, reicht mir das. Vielleicht als Gimmick noch so ein Räumchen drunter. Weil das wird dann blöd, die anderen, da muss dann auch die anderen Stelle sein. Oder je nachdem arbeiten wir mit Rampe. Ich habe keine Ahnung, wir werden sehen. So, Wasser bitte. So. Oh, I need heavy metal. Ich war am allerwertesten. So, wir müssen auch bald wieder pennen gehen. So, lecker. Wir haben einen Salat gefangen. Es läuft. Es läuft. Ja, ich werde auch die Auffangwälte machen für Wasser dann. Die sind ja dann eigentlich einmal gebaut, einmal Ressourcen investiert und bald es regnet, füllen die sich. Werde ich so eine Plattform machen mit hier so, keine Ahnung. 4 Stück, 6 Stück. Gut, das gegessen habe ich. Ja, sowas sind satt. Aber gut. Jetzt gucken. Ja, da ist die kleine rote. Kann ich noch hoch? Oder sind wir jetzt zu schwer, dass ich nicht mehr die 270 schaffe? Müsste doch gehen. Doch, schaffen wir. Dann voran.
Okay, so viel zu voran. Ja komm, dann landen wir wenigstens da. Weil ich werde dann auch die heutige Aufnahmesession beenden. Und speichere nur ungern in der Luft. Achso. Sorry. Wieder einen wilden Salat gefangen. Salatmon, ich wähle dich. So. Hab Kurs gesetzt. Wir müssen jetzt nur noch dran denken. Es ist jetzt keine E-Markierung, die ich da habe. Das ist eine. Okay, das ist interessant. Wir müssen jetzt direkt da drüber sein. Come on, landen. Ja, jetzt brauchen wir schon ein bisschen Platz hier. Ja, ich weiß. Ja, schaut euch das mal an. Komme ich denn hier runter? Okay, hier, ich verstehe. Ich verstehe. Pflänzchen, die können wir aus dem Essen holen. Müssen nur gucken, dass wir wieder hochkommen. Gut, ihr Lieben, wir sind am Ende einer Folge angelangt. Wie ihr seht, ist jetzt der Part dran, wo wir das Schiff auch ein bisschen ausbauen. Dann holen wir uns hier mehr Equipment. Bin schon gespannt, wie es weitergeht. Auch wenn wir mal. Wo ist er? Der grüne Plöpel. Da. Da ist er. Freilichter. Ich bin am allerwichtigsten. Müsste ich mal gucken, was diese Fragezeichen sind generell. Ja, schauen wir mal. Ihr Lieben, wir sind. Unschwer zu erkennen, am Ende einer Folge angelangt. Danke. Danke für die Erinnerung. Wenn es euch denn gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, aber wirklich sehr, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst. Ideen, Tipps, Tricks, Vorschläge, freue ich mich immer. Ansonsten natürlich auch über einen Daumen nach oben, ein Abo und wenn ihr auf die Glocke haut. Da freue ich mich nicht nur, nämlich ihr unterstützt mich auch richtig gut damit. Empfehlt mich gerne mal euren Freunden weiter. Und ja, was ihr auch mal gerne machen könnt, wenn ihr möchtet. Schaut euch einfach mal meine Playlists an. Könnt ihr auch mal so durchlaufen lassen zum Einschlafen. Habe ich immer auch gerne gemacht. Da habe ich so meine Let's Player der Wahl, weil nicht, dass die jetzt langweilig sind, nein, auf keinen Fall. Aber es ist so angenehm, damit einzuschlafen. Und manchmal schwierig, wie im Kalauer. Ho! Hat er mich jetzt eingeschlafen? Ich habe Angst. Wenn die ein paar Karlauer reißen, also richtig krasse Witze bringen, ne?